Moin! Herzlich willkommen zur Abschlusspräsentation von Jugendhakt in Hamburg 2019. Was ist Jugendhakt eigentlich? Jugendhakt ist ein Projekt der Open Knowledge Foundation Deutschland und Mediale Pfade. Es ist ein gemeinnütziges, deutschlandweites Förderprogramm für programmierbegeisterte Jugendliche. Ihr seid zwischen 12 und 18 Jahre alt, habt Interesse an Open Source, offenen Daten und damit die Welt mit Code ein Stück besser zu machen. Das Ganze gibt es seit 2013 und findet an verschiedensten Städten in ganz Deutschland statt, mit über 500 Teilnehmern. Und inzwischen sind wir nicht nur in Deutschland vertreten, es gibt uns in der Schweiz, in Österreich und auch in der ganzen Welt, in der Türkei, in Japan, in Indien, in Südkorea und Sri Lanka. Das Wichtige ist, dieses Event wird möglich gemacht von ganz vielen tollen Menschen, die viel Zeit, Energie ehrenamtlich hier reinstecken, damit ihr alle ein tolles Wochenende habt. Da wären zum einen unsere tollen Mentoren, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen, sodass, wann immer ihr nicht weiterkommt, etwas wissen wollt, oder vielleicht einfach nur mal eine Pause braucht, die sind dann für euch da. Zeigt euch, dieser Applaus ist für euch. Jugendhakt in Hamburg wird organisiert von 5 Menschen. Das sind Anne, Birte, Torben, Rieke und ich. Ich bin Hanno. Wir haben die letzten, ich würde sagen, 6 Monate ungefähr da reingesteckt, dieses Event möglich zu machen. Damit dieses Event überhaupt möglich ist, müssen wir uns und sollen wir uns und wollen wir uns bei all unseren Förderern, Sponsoren und Partnern bedanken. Da wäre die Heidehof-Stiftung, die Hohmann-Stiftung, die Joachim-Herz-Stiftung, die Behörde für Kultur und Medien der Stadt Hamburg und das Jugendinformationszentrum. Außerdem müssen wir uns und wir wollen uns bedanken beim Betehaus, dieser fantastischen Location, die es uns ermöglicht, dieses Wochenende überhaupt stattfinden zu lassen. Dankeschön! Damit wir hier diesen fantastischen Ton haben und das Video, bedanken wir uns auch beim VOG, die mitten unter euch sitzen und dafür sorgen, dass wir hier Bild, Stream und Bits haben. Aber eigentlich geht es hier gar nicht mehr um uns, sondern es geht um euch und wir sitzen hier, um endlich zu erfahren, was ihr an diesem Wochenende alles gemacht habt. Von daher würde ich Julia zu mir bitten, die euch die letzten Tage, insbesondere gestern Abend, ein bisschen angeschaut hat, was ihr alles gemacht habt, und übergebe die Moderation. Vielen Dank. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin immer wieder überrascht, dass auf einmal Sonntag ist und 2 Tage vergangen sind, in denen unfassbar viel passiert ist und vor allem sind dabei großartige Projekte entstanden. 10 Gruppen werden jetzt hier präsentieren, was sie gemacht haben in den letzten Tagen. Und in diesem Jahr gibt es bei Jugendhakt so ein Jahresmotto. Eigentlich ist das Motto, mit Code die Welt verbessern. In diesem Jahr ist es, mit Code die Umwelt verbessern. Das heißt, wir schauen so ein bisschen auf dieses ganze Problem mit dem Klima und dem Wetter. Und um das ein bisschen besser verstehen zu können, hatten wir am Freitagabend direkt mal Besuch vom Deutschen Wetterdienst, wo es genau darum ging. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Klima und dem Wetter? Wie kann man das berechnen? Was sind da Modelle? Und wie kann man Wettervorhersagen machen?
Und das haben dann wohl auch ein paar Gruppen zum Anlass genommen, um da sich ein bisschen näher drum zu kümmern. Denn Klimaschutz, klar, wissen wir alle, ist super wichtig, liest man jeden Tag in der Zeitung. Es ist ganz viel CO2 da, es wird immer mehr, das ist schädlich für unsere Umwelt wegen den Treibhausgasen, das ist schädlich für unsere Gesundheit. Alles schön und gut. Aber eine Gruppe hat sich gefragt, wir als Menschen, wir nehmen das ja gar nicht so richtig wahr. Also müssen wir irgendwas bauen, was das für uns wahrnehmen kann. Und deshalb bitte ich jetzt Klimaalarm auf die Bühne, also Corinna, Johannes und Gero. Wenn die Lampe blinkt, deine Umwelt stinkt. Das ist unser Projekt Klimaalarm. Aber was ist Klimaalarm eigentlich genau? Klimaalarm ist ein Sensor, der bestimmte Gaskonzentrationen misst. Dieser Sensor ist portabel, das heißt, man kann ihn mitnehmen, zum Beispiel, wenn man Fahrrad fährt oder spazieren geht. Außerdem gibt der Sensor Alarm, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten werden. Dann blinkt diese Lampe. Damit hilft der Sensor uns, unsere Umwelt besser wahrzunehmen. Damit können wir zum einen unsere eigene Gesundheit schützen, da wir eben wissen, welche Gaskonzentrationen um uns rum sind. Und zum anderen können wir unser Klima schützen, da wir damit darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Klima sich eben erwärmt. Ja, genau. Hier haben wir das einmal grafisch dargestellt. Genau. Das heißt, da werden einmal die Werte von dem Sensor da vorne auf dem Tisch angezeigt. Und wie das Ganze im Hintergrund aussieht, haben wir mal eine Präsentation vorbereitet. Genau, das sieht dann folgendermaßen aus. Hier vorne steht ein Arduino Uno, an dem sind halt verschiedene Sensoren angeschlossen. Dann werden diese Daten halt vom Arduino verarbeitet und über eine serielle Schnittstelle an einen kleinen Rechner weitergegeben. Das ist der Raspberry Pi 3. Und auf dem läuft ein kleines Programm, was einen Webserver aufmacht und die Daten auf einem Browser darstellt. Dazu haben wir einmal Socket.io verwendet, um die Daten von den Sensoren in Echtzeit auf die Webseite zu bringen. Die Webseite ist dann mit Bootstrap 4 erstellt. Das macht das Ganze halt ein bisschen schicker. Chart.js, um halt die Graphen anzuzeigen. Und jQuery, damit man ein bisschen die Logik mit dem Design verbindet. Später kann man dann auch noch... noch einen Server, der dann praktisch alle Daten von allen Klimaalarmstationen zusammenführt, benutzen, um zum Beispiel zu gucken, wo in der Stadt ist gerade die Luft am schlechtesten, wo kann ich eventuell einen anderen Weg nehmen, um eben dieser Schlimmluft zu umgehen. Genau, das heißt, wir werden einmal die Standortdaten dann von dem Gerät übertragen und zurück bekommt man eben eine Luftqualitätskarte. Genau. Hier sieht man einmal den Server laufen und am Ende hat man dann Am Ende hat man dann ja. Deswegen einmal alle aus den WLAN ausloggen, bitte.
Ah ja. Genau, jetzt haben wir hier einmal die Sensordaten. Genau. Das können wir auch einmal vorführen. Da wird jetzt einmal an den Sensor ein Feuerzeug gehalten, was halt Gas ausströmt. Und das sieht man da auch ganz schön gut. Ja. Und wir haben hier jetzt natürlich einmal ein Diagramm über die Zeit. Das heißt, da kann man halt einmal Veränderungen über die Zeit ansehen. Was ich aber auch mal witzig finde, wäre zum Beispiel hier ein Tortendiagramm, wo man dann zum Beispiel die Luftzusammensetzung sieht, prozentual, also anteilsmäßig. Das sind jetzt so Demo-Daten, weil wir bei den finalen Daten jetzt nur einen Sensor auswerten. Das heißt, da ist das nicht sehr aussagekräftig, wenn man nur einen Wert hat, dann sieht das nämlich so aus. Genau, man kann jetzt auch zum Beispiel, was wir auch eingebaut haben beim Liniendiagramm, sich einzelne Werte angucken. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur die CO2-Werte haben, können wir jetzt zum Beispiel die Werte für die Luftverschmutzung ausblenden. Oder auch alle Werte ausblenden. Ja, okay. Dann vielen, vielen herzlichen Dank an Klimaalarm. Man sieht also schon, glaube ich, einen ganz guten Einblick. Die Jugendlichen hier, die lernen echt viel und auch wir MentorInnen lernen einen ganzen Haufen dabei. Was ich ganz spannend fand, ist das nächste Thema. Wissen Sie eigentlich, wie viele Lebensmittel in Deutschland jedes Jahr weggeworfen werden? Das sind ganz schön viele und das hat sich die nächste Gruppe ein bisschen näher angeschaut. Und wir wären natürlich nicht bei Jugendhack, hätte man nicht gedacht, das ist ein Problem. Wir finden eine Lösung dafür und da haben sich Benno, Paul, Loic und Antonia überlegt, okay, wir machen mal Gastro-Aid und lösen das Ganze mit dieser Lebensmittelverschwendung. Und hier sind sie. Entsperrt eure Laptops, bevor ihr auf die Bühne geht. So, normalerweise wäre jetzt schon die Folie im Hintergrund. Ich fang trotzdem schon mal an. Wir haben festgestellt, 44% der Lebensmittel, die im Restaurant produziert werden, landen am Ende im Müll. Das ist uns zu viel. Da kommt die Folie. Sie ist da. Wunderbar. Genau, wir haben festgestellt, 44% des Essens landet im Müll, weil Restaurants einfach nicht richtig kalkulieren können, wie viel geht am morgigen Tag wirklich weg. Darum kochen sie mehr, damit sie wirklich alle Kunden das Essen zubereiten können, was der Kunde auch bestellt hat. Umgerechnet sind das 4 Millionen Tonnen an Lebensmitteln, die in Deutschland jedes Jahr im Müll landen. Das ist jede Menge. Umgerechnet könnte man in Hamburg ganze 7 Milliarden Euro pro Jahr einsparen. Und das dachten wir, das machen wir mal. Außerdem wäre Food Waste, wäre es ein Land nach den USA und China der drittgrößte Klimasünder der Erde. Wir dachten uns, so kann das nicht weitergehen und unsere Lösung heißt GastroAid. GastroAid verarbeitet Wetterdaten, Trends, Verkehr, Feiertage und die Kapazität eines Restaurants zu einer Verkaufsprognose, die dann in ganzen Gerichten angegeben wird. Das Restaurant weiß also, wie viel vorbereitet werden muss, damit nicht so viel weggeschmissen wird am nächsten Tag. Genau, warte ganz kurz. Was?
So, genau, dafür haben wir die Technologien des MERN-Stacks verwendet, also MongoDB, Express, React und Node.js, haben ein Frontend gebaut mit der Ant-Design-Library, eine chinesische UI-Library, und haben einfach das Ganze, die da ganzen Daten versucht, halbwegs schön zu visualisieren, ich hoffe, wir haben es geschafft, wo einfach quasi man auf einen Blick sieht, wie viel muss ich einkaufen, wie viel muss produziert werden, wie ist der Ansturm, der erwartete, und genau. Wenn man unsere Software durchsetzen würde, ließe sich allein in Deutschland eine unglaubliche Zahl von 5 Millionen Tonnen CO2 jährlichen CO2-Ausstoß sparen. Wie wird es jetzt für uns nach JugendHackt weitergehen? Also wir sehen in diesem Projekt ein enormes Potenzial, was man auf jeden Fall weiterverfolgen sollte und umsetzen sollte. Unser Projekt ist Open Source auf GitHub. Ihr könnt alle gerne beitreten, uns unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, weil uns liegt es einfach sehr am Herzen, dass wir wirklich was dazu beitragen, unseren Beitrag leisten für den Klimawandel, fürs Klima und da einfach auch unseren CO2-Ausstoß verringern können. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank an GastroAid. Na, wer hat jetzt alles Hunger bekommen? Jugendlichen wahrscheinlich eher weniger, wir hatten nämlich echt viel Essen dieses Wochenende, aber vielleicht so der ein oder andere, der heute Morgen dachte, boah, so ein richtig perfektes Toast wäre jetzt super. Aber ich möchte es mir nicht selbst machen, weil ist ja so ein Aufwand. JugendHackt, das heißt, wir versuchen die Dinge so zu machen, wie sie uns am besten passen. Und das heißt auch, dass wir uns überlegen, wie wir das perfekte, knusprige, wunderbare Toast bekommen, ohne persönlich allzu großen Aufwand reinzustecken. Kann man ja auch alles mit Technik lösen, das haben die nächste Gruppe gemacht. Autotoaster kommt jetzt hier auf die Bühne mit Moritz, Ben, Mara, Jenny und Jasper. Und Achtung, hier haben wir eine Teilnehmerin, die möchte nicht fotografiert werden. Sie wird sich jetzt hier auf meiner rechten Seite aufhalten. Achso, sie bleibt sitzen. Ja, okay, dann ist alles entspannt. Und der Rest, den sieht man ja hier schon fleißig aufbauen. Extra übrigens mit Toaster organisiert. Okay, wunderbar. Bildschirm läuft, Toaster steht und der Rest macht ihr dann. So, ja, wir wurden ja schon gut vorgestellt. Wir sind die Autotoaster-Gruppe. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was bringt uns das oder was bringt das der Umwelt oder irgendwelche Fragen in dieser Hinsicht? Ja, das können wir euch ganz einfach sagen. Das steht auch eigentlich schon dort recht klar und deutlich da. Ein revolutionäres Aufwachen soll das ermöglichen. Denn dieser Toaster, wie man hier eine wunderschönen Skizze sehen kann, kann sich fortbewegen mit der App, die dann später noch erklärt wird. Es kann dir den Toast genauso bräunen, wie es dir beliebt, und kann mit den Armen zusätzlich das Toast reinstecken und wieder rausholen und es dir notfalls ins Gesicht werfen. Aber das ist eine andere Sache. Ja. Und noch eine wichtige Sache. Kannst du schon mal mitmachen? Genau. Hier stehen nochmal so, was ich gerade gesagt habe. Und zwar mit der Zeiteffizienz. Wenn man jetzt berechnet, ungefähr so ein goldbraunes Toast, braucht man 3 Minuten. Das heißt, im Jahr sind das 18 Stunden ungefähr. Das heißt, ihr verschwendet 18 Stunden eures Lebens in einem Jahr, wofür ihr Besseres umsetzen könntet, um zum Beispiel die Umwelt zu retten. Genau, wie Mara schon erwähnt hat, haben wir eine kleine App gebaut, um das Ganze dann auch zu kontrollieren. Ben hat die hier auch auf seinem Handy drauf. Ich zeige die hier jetzt mal auf meinem Rechner. Ja, ich stelle noch mal kurz die Größe ein, dass man das auch richtig sieht. So, hier haben wir die Home-Ansicht und da gleich das erste Control. Und zwar können wir die Toastbräune einstellen. Gerade liegt die noch bei 50%. Das Praktische ist, wenn wir die jetzt verstellen, dann haben wir auch eine kleine Vorschau, wie das Toast am Ende aussehen wird. Damit wir auch genau wissen, wie es wird. Und dann, wenn wir das richtig eingestellt haben, können wir hier einfach den Toast-Vorgang starten. Und dann läuft der Server gerade nicht und deswegen passiert auch nicht das, was eigentlich passieren sollte. Aber normalerweise kommt da dann eine kleine Bar, die anzeigt, so und so viele Minuten dauert das Toast noch. Da kannst du noch, was weiß ich,
die Umwelt retten in den paar Minuten. Und dann weiß man genau, wie das funktioniert. Darunter haben wir noch eine Weckerfunktion, die ist im Moment noch nicht eingebaut, aber da wollen wir es dann ermöglichen, dass man im Vorjahr einen Wecker stellt und dann zu einer bestimmten Uhrzeit der Toaster automatisch startet, dass man eben dieses revolutionäre Aufwachen wirklich erleben kann. Ja, dann, ihr habt schon gesehen, ich durfte gerade noch etwas an der Technik rumspielen. Das Problem ist so, der normale Toaster, den man so kennt, der versteht sich selten mit Handys. Und dementsprechend mussten wir da ein bisschen Technik rumbauen und ganz viel programmieren, damit dieser Toaster übers Handy steuerbar ist. Dazu haben wir einen Minicomputer genommen, auf dem mehrere Server laufen und diesen Klienten, der gerade vorgestellt wurde. Die Server sind in Python geschrieben. Da haben wir einmal eine API, das steht für Application Programming Interface und bietet eine Schnittstelle, damit wir von der Anwendung, die wir sehen, quasi den Roboterarm dort am Ende kontrollieren können. Dazu gibt es dann noch eine sogenannte Bibliothek, die uns diese ganzen Schnittstellen bereitstellt, damit wir auf dem Rechner selbst den Roboterarm steuern können. Und dann zu guter Letzt, das Dritte ist dann das, was tatsächlich die Verbindung zwischen dieser Schnittstelle und dem Roboterarm darstellt. An dieser Stelle hatten wir ein Video, auf der allerdings die Person zu sehen ist, die nicht gerne zu sehen sein möchte. Und deswegen erkläre ich euch das jetzt einfach mal hier. Der liebe Jasper wird jetzt einmal das Programm starten. Der Roboterarm nennt sich das Toast. Ja. Falsche Richtung. Ja. Jedenfalls sind da 6 Servos drin. Nein, wir haben leider kein Video. Es sind 6 Servos, die eigentlich fast jede Achse wiedergeben können. Und eigentlich war es so gedacht, dass dieser Arm sich das Toast nimmt und in so einen Mini-Toaster macht, der auch noch sehr schön designt ist. Aber anscheinend funktioniert das gerade nicht. Auf dem Video hatte es funktioniert. Aber glaubt mir einfach, es funktioniert. Okay. Dann vielen Dank an die Gruppe Auto Toaster. Und ich glaube, wir haben es hier gerade so ein bisschen gesehen. Es funktioniert nicht immer alles auf Knopfdruck und das muss es auch gar nicht. Es kann sein, dass es mal Fehler gibt. Es kann sein, dass mal 4 Stunden so gar nichts funktioniert. Und nachdem man dann doch irgendwie wieder sich überwunden hat, weiterzumachen und nach einer Lösung für das Problem zu suchen, das scheinbar unlösbar ist, geht es dann trotzdem. Und auch das ist völlig in Ordnung, denn wir sind hier, um Dinge zu lernen. Und auch wir MentorInnen, wir sind nicht dazu da, um Dinge zu erklären oder zu sagen, so und so geht das, so und so ist das richtig und das ist falsch, sondern wir sind da, um zu helfen und wir wissen auch nicht immer alles. Teilweise sitzen wir da und denken uns, okay, der Roboterarm bewegt sich, habt ihr super hinbekommen, keine Ahnung, wie ihr das gemacht habt, aber ihr habt es geschafft nach so und so vielen Stunden rumbasteln. Und das ist, glaube ich, auch noch so eine ganz wichtige Sache bei Jugendhakt, einfach zu lernen, wie kann ich denn auch mit Dingen umgehen, die vielleicht nicht auf Anhieb funktionieren? Und ich glaube, das ist immer wieder so eine ganz, ganz tricky Sache mit diesem Toaster und dem Toasterarm gewesen. Alles, was sich bewegt, nicht so einfach. Es gibt auch Tage, an denen ist einfach alles zum Heulen. An denen ist es irgendwie die ganze Welt doof. Und dann ist ja die Frage, wie wird man seine Sorgen los? Man kennt vielleicht so ein Sorgentelefon, aber wir sind ja mittlerweile im 21. Jahrhundert, 2019 macht man das natürlich anders. Und die nächste Gruppe mit Alexandra, Johannes, Rana, Punam und Mia, die haben sich überlegt, ach, das geht alles auch online und haben Chat That entwickelt, also einen Online-Kummerkasten. Der Adapter fehlt.
Ja, also wir sind ChatDad und wir wollen erreichen, dass Teenager offener mit ihren Problemen umgehen. Dabei haben sie die Möglichkeit, bei unserer Webseite uns anzuschreiben oder mit anderen Leuten über ihre Probleme zu reden, wie zum Beispiel Mobbing oder Probleme in der Schule oder wenn sie Probleme mit den Eltern haben, ja, können sie uns dann anschreiben. Und vorher gab es so eine App, die ich und Mia halt entworfen haben bei einer anderen Stiftung. Und wir haben uns halt gedacht, dass wir das auch als eine Website machen könnten. Und das haben wir dann als Gruppe beschlossen, dass wir das dann zusammen machen. Und ja, das haben wir dann auch umgesetzt. Genau, also ich war fürs Backend verantwortlich. Wir haben uns einen eigenen Webserver aufgesetzt mit der XMPP-Software. Und darauf haben wir eine Forensoftware am Laufen, die FlexBB heißt. Und diese Forensoftware nutzt selber eine Datenbasis, also Datenbank. Die kann man auch hier sehen. Und genau, da sind dann halt die ganzen Nutzer und Forenbeiträge und so weiter eingetragen. Genau, das ist das Backend und dann gibt es auch das Frontend und das Design. Darum habe ich mich gekümmert, aber nicht alleine, sondern noch mit einem anderen Mädchen, Rana. Aber sie konnte heute leider nicht dabei sein, deswegen mache ich das jetzt alleine, erkläre ich alleine. Also zum Beispiel kann man wunderschön sehen den Hintergrund. Es hat einen schönen Farbverlauf, so wie ich finde. Sieht gut aus. Dann sieht man da oben ChatDad, so eine eher verspätere Schrift, damit, ja, sieht schön aus. Haben wir mit CSS und HTML gemacht. Dann geht's zum Logo, weil was macht man ohne ein Logo? Das Logo ist schlicht gehalten, schwarz-weiß. Und wie man schön sehen kann, sind da so, wie soll ich beschreiben, drei Textblasen. Und das soll bedeuten, dass sich die Leute untereinander austauschen können. Also, ja. Jetzt geht's zum Beispiel. Also da steht erstmal, wer sind wir? Wir können euch helfen und jetzt seid ihr dran. Man muss einfach auf den Link klicken und man wird zu der Seite gebracht. Dann muss man sich erstmal einloggen. Natürlich bleibt das alles anonym, weil ja, ist halt schön, wenn es anonym bleibt. Dann kann man sich da ein Thema auswählen, zum Beispiel Freunde, wenn man, ja. dann kann man jetzt da sein Problem reinschreiben, wie es so schön vorgezeigt wird. Ja. Dann einfach nur bestätigen. Und dann können andere Nutzer oder wir euch helfen, das Problem zu lösen. Und so werden natürlich auch oft neue Freundschaften geschlossen, was sehr schön ist. Weil man kann nie genug Freunde haben. So. Vielen Dank an ChatDad. Der letzte Satz ist, glaube ich, sehr wahr. Man kann nie genug Freunde haben. Was aber durchaus passieren kann, man kann zu viele Menschen in einem Raum haben. Alle Teilnehmenden und Mentoren und Mentorinnen waren zeitweise oben in dem Raum zusammen, haben dort an den Projekten gearbeitet. Und wenn man so mit 65 bis 70 Menschen in einem Raum arbeitet, dann wird es nicht nur laut, in der Regel wird es auch stickig. Klar, einfache Lösung, wir machen einfach mal die Fenster auf. Dann ist auf der einen Seite aber Sonne, dann müssen die Fenster wieder zu und am besten auch die Jalousie runter. Auf der anderen Seite fährt der Zug gerade vorbei. Es ist also ständig irgendjemand am Hin- und Herlaufen, Fenster auf, Fenster zu, dann regnet's. Und eigentlich sind wir hier bei Jugendhack. Wir haben das mit dem Toaster schon gesehen. Wir sind dafür, Dinge zu automatisieren.
Und die nächste Gruppe, die ist auch sehr dafür, das sind nämlich Benny und Nele. Die haben sich überlegt, wir machen mal eine smarte Klimaanlage. Deswegen Applaus für Benny und Nele. Hallo, wir sind die Gruppe Smarte Klimaanlage und unser Ziel war es, so ein bisschen eine nachhaltige Klimaanlage zu bauen, die durch taktisches Lüften ein bisschen mehr spart. Ja, also was haben wir uns dabei gedacht? Also wir brauchen auf jeden Fall eine Klimaanlage, die natürlich WLAN hat, weil es braucht natürlich alles WLAN. Ja, und die Klimaanlage ist solarbetrieben. Das ist dieser nachhaltige Aspekt. Und wir hatten auch die Idee, dass wir automatisch das Fenster öffnen, wenn die Temperatur draußen zum Beispiel kälter ist als drin oder die Luftqualität draußen besser ist als drin. Und zum Beispiel bei Lärm, dass wir die Fenster nicht schließen, weil hier fährt ungefähr jede 5 Minuten ein Zug vorbei und das ist dann immer sehr laut. Ja, da unsere Gruppe aber nur aus 2 Leuten besteht, haben wir uns eigentlich nur auf die Klimaanlage konzentriert. Ja. Und Klimaanlagen haben ja eigentlich immer Abwärme und die machen wir uns zu nutzen, indem wir die Abwärme in Wasser leiten und dies zum Beispiel zum Händewaschen benutzen, weil wer wäscht sich denn mit kaltem Wasser die Hände? Das geht ja nicht. Wir haben jetzt einen Prototyp konzipiert, der aus 3 Teilen besteht. Dem Lüfter, der Kühlung und der Steuerung. Das ist unser erster Teil, der steht dort vorne auf dem Tisch. Dann dem Temperatursensor, ein kleines Teil. Und dem Server, wo dann alles zusammenfließt. Auf meinem Laptop gerade. Ja, kommen wir zuerst zur mit der Kühlung. Und da ist ein Node MCU verbaut, der kann WLAN. Ja. Außerdem sind hier noch 4 Peltier-Elemente eingebaut. Die werden auf der einen Seite warm und auf der anderen Seite kalt. Kalt bedeutet so minus 10 Grad. Das heißt, der obere Aluminiumblock wird hier schon ziemlich kalt. Und dieser Lüfter hier oben dreht sich und macht dann die warme Luft, die kalte Luft raus. Und das Wasser nimmt die Abwärme auf und erwärmt sich dann. Ja. Dann den Temperatursensor, damit wir überhaupt wissen, wie warm es ist, wie viel brauchen wir jetzt, damit es schön kühl ist, haben wir ein Node MCU, der sich mit dem Temperatursensor im BMP280 verbindet. Der Temperatursensor misst dann die Temperatur und gibt sie an den Node MCU zurück, der den auf den Server leitet. Ja, als Server haben wir uns für Node-RED entschieden. Das ist eine sehr einfache Lösung, da man dafür nicht viel programmieren muss. Hier, da hat man so verschiedene Sachen an der Seite, die man miteinander verbinden kann. Und damit kann man auch eine schöne Web-Oberfläche erstellen, ziemlich einfach. Und hier haben wir jetzt eine Steuerung der Klimaanlage. Wir können zum Beispiel die Lüftergeschwindigkeit einstellen. Gerade ist er aus. Und jetzt machen wir mal Full Power, damit wir auch schön kalte Luft bekommen. Kann man hier auch schön fühlen, die ist ziemlich kalt. Müssen wir jetzt glauben. Ja. Und hier sehen wir auch die Umgebungstemperatur. Die wird mit diesem Temperatursensor gemessen und über WLAN kommunizieren die Geräte. Und da ist die Temperaturkurve. Wenn ich jetzt meinen Finger drauf halte, sollte die Kurve nach oben steigen, weil es dann wärmer werden würde. Ja, das funktioniert schon mal. Dann haben wir auch noch einen automatischen Modus. Dabei passt sich die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Umgebungstemperatur an. Heißt, wenn es wieder wärmer wird, dann dreht der Lüfter auch wieder voll auf. Ja. So, haben wir noch irgendwas? Ja, okay, das war's. Vielen Dank.
Dann danke an dieses Team für die smarte Klimaanlage, die wir dann hoffentlich nächstes Mal in Betrieb nehmen können und dann überhaupt kein Problem mehr mit irgendwelchen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich dann auch noch alles bis dahin drin. Hier waren ziemlich viele Menschen auf einem Haufen. Im Internet, da sind noch viel mehr Menschen auf einem Haufen. Und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, alle reden aneinander vorbei. Dann kommen kluge Leute und sagen, das nennt man Filterbubble. Und dann kommen kluge Jugendhackt-Jugendliche und sagen, ganz ehrlich, das geht auch ohne. Die versuchen nämlich, diese Filterbubbles einfach mal kaputt zu machen mit dem Projekt Source Exchange. Hier kommen jetzt Moritz, Luke, Hendrik, Angelina und Julius. So, ja, also unser Projekt ist Source Exchange, was gut lief und was wir auf jeden Fall gelernt haben. Was ist denn überhaupt Source Exchange? Das ist eine kollaborative Webseite zum Quellenaustausch über politische Themen. Was das Ziel davon sein soll, ist auf jeden Fall die Filter- und Meinungsblase, die ja eigentlich jeder irgendwie von sozialen Medien kennt, zu durchbrechen, da man verschiedene Quellen aus verschiedenen Seiten auf einer Seite aggregieren kann und jeder auf ganz, ganz viele verschiedene Quellen zugreifen kann. Das Resultat, das wir uns daraus erhoffen, sind sehr kontroverse Diskussionen, die nicht nur auf einem Standpunkt basieren, sondern auch ganz, ganz viele verschiedene Meinungen mit einbeziehen. Jetzt kommen wir zu den Herausforderungen. Also wir haben mit einem PHP-Framework gearbeitet, was nur einer Person aus unserer Gruppe wirklich bekannt war und die anderen mussten das erst lernen. Das nächste Problem ist gar nicht wirklich ein technisches Problem, sondern ein soziales Problem quasi, wie wir die Links moderieren können, weil es gibt ja auch Links, die einfach dann nicht faktenbasiert sind, die Artikel, und wie kann man damit umgehen, weil es sollen ja auch verschiedene Meinungen da stehen, aber es gibt auch nicht faktenbasierte Artikel und die müssen wir natürlich löschen. Und die Datenbank wollte nicht so, wie wir wollten, das war auch teilweise ein bisschen schwierig, aber am Ende hat es dann funktioniert. Ja, dann, was hat gut funktioniert? Also erstmal, die Zusammenarbeit war super, also wir hatten eine gute Arbeitsatmosphäre und das hat auch gut funktioniert. Dann, wir haben viel Neues gelernt, zum Beispiel eben über dieses PHP-Framework, das am Anfang nur eine Person aus der Gruppe konnte, das sieht jetzt besser aus. Und wir hatten auch relativ schnell gute Ergebnisse, nachdem so die ersten Herausforderungen gelöst waren. Wie bereits angesprochen, haben wir das Ganze mit dem PHP-Framework Symfony umgesetzt. Das macht einfach viele Dinge im Leben ziemlich viel einfacher. Somit können wir uns auf die wirkliche Funktionalität der Applikation beschränken und müssen nicht irgendwie uns noch mit nervigen Kleinkrams rumärgern. Im Frontend, also was der Benutzer am Ende sieht, haben wir HTML, CSS und Bootstrap verwendet. Bootstrap ist ähnlich wie Symfony, macht einfach vieles einfacher. Und als Datenbank, mit der wir, wie bereits angesprochen, viel Spaß hatten, haben wir eine MariaDB. Und die läuft hier auf Alpaca 3, ein kleiner Raspberry Pi, den haben wir lieben und hassen gelernt. So, also im Moment haben wir uns jetzt vor allem darauf konzentriert, eben neue Themen zu erstellen oder ja, das umzusetzen und eben zu diesen Links hinzuzufügen. Bis jetzt haben wir eben noch nicht geschafft, das mit den Kommentaren zu machen, dass man eben entsprechend basierend auf diesen Links dazu kommentieren kann. Und als nächstes sind wir auch noch dabei, diese Links mit Text bewerten zu können. Das heißt, dass derjenige, der Links praktisch dort angibt, diese selbst schon mal bewerten kann als zum Beispiel seriös oder kontrovers. Jedoch auch die Leute, die sich das später anschauen, das auch bewerten können. Also das hier ist unsere Startseite. Das hier ist unsere Startseite und
Hier kann man ja schon sehen, dass wir die unterteilt haben in die neuesten und populäre Themen. Und da kann man ja auch, eben auch entsprechend draufdrücken. Und hier wird jetzt werden jetzt die verschiedenen Links angezeigt. Und rechts kann man auch neue Links hinzufügen. Hier kann man ja schon die Tags sehen, die wir jetzt schon mal hinzugefügt haben. Jedoch sind die noch nicht mit dem Backend verbunden. Und oben kann man ja schon sehen, dass wir jetzt eingeloggt sind. Jedoch ja, haben wir auch eine Login-Seite. Ja. Ja, das hier ist praktisch, hier kann man ein neues Thema erstellen und entsprechend erstmal Titel und Beschreibung hinzufügen und im nächsten Schritt dann entsprechend Links hinzufügen. Vielen Dank. Dann herzlichen Dank an die Gruppe Source Exchange. Und ich glaube, was auch noch so eine ganz spannende Sache ist, was an so einem Wochenende passiert ist, dass ganz viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen, Ideen und Vorstellungen zusammenkommen. Und eine so eine Sache ist zum Beispiel, dass ich irgendjemanden getroffen habe, der gesagt hat, ja, also das mit dem Programmieren, das mache ich richtig gerne, finde ich super cool, aber ich werde kein Programmierer. Ich will eigentlich lieber Medizin studieren. Und sowas findet man hier immer wieder, dass einfach Menschen sagen, klar, mir macht es viel Spaß, Technik auszuprobieren, zu gucken, was kann eigentlich Technik, aber ich muss eben auch so ein bisschen gucken, was gibt's denn noch da draußen? Und ich zum Beispiel, ich habe Germanistik studiert und in der Literaturwissenschaft, da hatte ich einen Professor, der hat immer gesagt, Literatur ist ein Lebensweltgenerator mit Experimentierfunktion. Und das finde ich eigentlich einen super schönen Ausdruck für einen Text, weil man kann gucken, okay, krass, was passiert den Figuren da und wie würde ich vielleicht in der Situation handeln? Viel besser geht es natürlich noch mit Spielen. Und deswegen haben sich hier 13 Menschen zusammengesetzt, um ein Spiel zu entwickeln, dass man einfach mal schauen kann, wenn die Welt so weitergeht, wie sie jetzt geht, was passiert dann? Oder was müsste sich ändern? Hier kommt jetzt die Riesengruppe mit dem Spielprojekt Save Your City. Die werden das deswegen nacheinander präsentieren. Und hier kommt jetzt Gruppe Nummer 1. Die stellen das Konzept vor. Und das sind Moritz, Milan und Chung. Genau, wir stellen euch erstmal das Konzept von unserem Spiel Save Your City vor. Und ja, so sieht das am Ende dann aus, wenn man dann ein Konzert ausgewählt hat und dann quasi alles fertig ist. Aber dann am Samstag saßen wir quasi davor, vor der ersten Idee, also vor einem weißen Blatt mit der ersten Idee, Umweltzerstörungssimulator 2030. Was machen wir jetzt damit? Welche Richtung soll das gehen? Und dann hatten wir jede Menge Ideen, also wirklich, wir hatten extrem viele Ideen. Und dann war jetzt quasi die Organisation gefordert, dass wir quasi erstmal gucken, okay, in welche Richtung wollen wir das Ganze lenken? Welche Ideen sind in der Zeit umsetzbar? Welche Ideen bieten sich vielleicht eher an? Und ja, nach der Organisation haben wir dann quasi uns dazu entschieden, ein kartenbasiertes, rundenbasiertes Player-versus-Player-Spiel zu entwickeln. Und wie das genau funktioniert, erklärt euch ja, also wir, geil, ich erkläre euch jetzt erstmal, wie das Spiel funktioniert. Die Karten, die ihr jetzt seht, also hier rechts und auch die Bilder gleich, die sind nicht mehr ganz so aktuell, aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, weil es geht ja erstmal um das Grundprinzip, um das zu verstehen. Also das ganze Spiel ist quasi so ein Kartenspiel und aufgebaut auf drei verschiedenen Kartentypen. Da gibt es einmal die Kartentypen der Infrastruktur, die sind einfach dafür da, um sich selber so eine kleine Stadt aufzubauen, seine eigene Infrastruktur zu schaffen, um quasi erstmal ein Grundprinzip zu haben, worauf man aufbauen kann. Dann gibt es Angriffskarten, das sind Karten wie verschiedene Politiker oder Lobbyisten, die dann versuchen müssen, die gegnerische Infrastruktur wieder zu zerstören. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als momentan passiert, dass die ganze Welt zusammenbricht, indem einfach einzelne Personen daherkommen.
Und dann gibt es noch Verteidigungskarten, mit denen kann man sich dann halt wieder gegen diese Angreifer schützen, indem man ja seine Infrastruktur wieder regeneriert. Dann kannst du weitermachen. Das hier ist jetzt der grobe Spielplan, aber der ist nicht mehr aktuell, also muss ich dazu auch gar nichts mehr sagen. Genau, die linke Hälfte gehört zum Beispiel Spieler A, die rechte Spielhälfte gehört Spieler B, das wird hier in der Mitte geteilt. Das Ganze läuft aber auf zwei Geräten, das heißt, alles, was hier jetzt gesehen wird, gezeigt wird, das ist das, was Spieler A sieht. Hier diese vier Kästchen, in die baut man quasi seine Infrastruktur, da legt man die Karten seiner Infrastruktur rein. Das sind in dem Fall ein Kohlekraftwerk oder ein Windkraftwerk, ein Wohnhaus oder einen Wald zum Beispiel. Und da muss man halt versuchen, dass seine Stadt nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Hier unten ist die Hotbar, da packt man quasi seine Politiker rein oder seine Lobbyisten. Und dann kann man die halt einzeln auswählen und hier oben reinziehen. Das ist quasi so dieses, weiß ich nicht, man kann es jetzt ein Angriffsmenü nennen. Und dann versuchen dann halt die Lobbyisten oder die Politiker, die Infrastruktur zu zerstören. Und diese Infrastruktur, hier ist es nochmal gezeigt, die ist quasi dafür da, dass sie soll der positive Sauerstoffgehalt in der Stadt sein. Das hier ist Elektrizität oder Energie, die durchgehend vorhanden sein muss, oder die Bevölkerung, die durchgehend da sein muss. Es wird halt durch diese Infrastruktur generiert. Das Spiel ist gewonnen, sobald man selber die perfekte Stadt erschaffen hat, also ohne Abgase, dann hat man auch ziemlich viel Bevölkerung. Oder das Spiel ist halt verloren, sobald man keine Bevölkerung mehr hat, sprich die Abgase sind, oder die positive Luft ist bei null, das heißt, man hat nur schlechte Luft und man hat dann halt keine Bevölkerung mehr bei sich in der Stadt. Genau, also hier ist es nochmal gezeigt. Und dann, willst du was zur Spielidee sagen, warum wir das... Ja gut. wir haben uns dahinter auch noch was gedacht. Und zwar, das habe ich am Anfang schon einmal kurz angemerkt, sind wir gerade selber dabei, unsere Welt zu zerstören. Einzelne Personen kommen daher, verschiedene Politiker, und zerstören halt unsere Umwelt. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass während des Spiels teilweise Informationen auftauchen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt eine Karte als Kohlekraftwerk ausgespielt hat, dass dann zum Beispiel kommt, was für einen schlechten Einfluss ein Kohlekraftwerk eigentlich auf unsere Umwelt hat. Oder auch andersrum, wenn man ein Windkraftwerk baut, dass man dann zu Gesicht bekommt, wie gut das eigentlich ist. Oder im Vergleich zu einem Kohlekraftwerk, was das für bessere Ausmaße hat. Ja, das war's eigentlich. Und jetzt kommt halt der zweite Teil unserer Gruppe, die haben sich um die Grafik gekümmert. Richtig, vielen Dank an Gruppe Nummer 1, das war das Konzept. Und jetzt kommt der zweite Teil der Gruppe, die haben sich um die Grafik gekümmert. Viel mehr kann ich eigentlich auch gar nicht sagen. Den Rest werden sie selber präsentieren. Ach so, sorry, die Namen, die kann ich schon noch sagen. Das sind Alex, Finn, Johannes, Fahak und Oskar. Achso, wir sind der Designerteil der Save Your City des Games. Ja, ich bin Alex, ich habe die Angriffskarten entworfen und die Idee dazu gehabt. Ja. Ich bin Johannes und ich habe die Infrastruktur entworfen. Ich bin Finn und habe die Verteidigungskarten gemacht. Ich bin Wahak und ich habe Verteidigungskarten und auch Angriffskarten gemacht. Ich bin Oskar und ich habe die Hintergründe gemacht, also Ingame und am Startbildschirm.
Also zu den Infrastrukturen hatten wir ganz, ganz, ganz viele Karten, aber umsetzen, also wir haben dann auch nur einen Baum, ein Haus, ein Kohlekraftwerk und ein Windrad geschafft, weil das wäre sonst zu viel gewesen. Zu den Icons nochmal, das wurde ja schon erklärt und die wurden auch von mir gemalt. Also, dann hatten wir nochmal Ideen zu einem Theater, Park, Wasserwerk, Kino und Hotel. Das wäre halt für die Bewohner gewesen. Da sieht man auch das Icon dafür. Und ja, die konnten wir nicht umsetzen, weil wir zu wenig Zeit dafür hatten. So, hier sieht man nochmal die Hintergründe, die ich gemacht habe. Einmal der Startbildschirm und einmal im Spiel dann der Hintergrund, die beiden habe ich mit Paintbrush gemacht. Hier jetzt die Umrandung von den Karten, habe ich beides mit Photopea gemacht. Und ja. Das sind auch nochmal Zeichnungen von Fahad, glaube ich, zu den Infrastrukturen, also wie die jetzt auf den Karten aussehen. Also das ist auch eine Zeichnung von mir und hier sieht man ein Baumschutzspray, das die Verteidigung verstärkt, damit die Bäume nicht so leicht kaputt gehen. Also hier sind Angriffskarten wie Politiker und der Lobbyist sowie auch der Kohlbarrior. Hier nochmal zwei Karten von mir. Einmal ein Politiker, den ihr bestimmt kennt, der nicht ganz so viel von Klima hält oder vom Klimawandel. Und hier nochmal eine zweite Abbildung vom Kohlebaron. Das wurden jetzt werden jetzt ein paar Karten von uns aufgezeigt, die fertig wurden. Einmal das Haus, das Kohlekraftwerk, der Baum und das Windrad. Hier sieht man die Energie, die Lebensqualität und die Bewohner, die da reinkommen, zum Beispiel ins Haus. Da ist so eine kleine Mini-Beschreibung. Ja, und das ist quasi auf allen Karten vorhanden. Vielen Dank an die Designgruppe von Save Your City. Und ich glaube, da wurde was ziemlich Wichtiges angesprochen, nämlich wir hatten 1000 Ideen und umsetzen davon konnten wir nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Ich glaube, das ist so eine Sache, ziemlich schwer zu verstehen und zu akzeptieren, dass man in 2 Tagen nun eben nicht mehr schaffen kann als einen Prototyp. Das ist meistens ein Anfang. Oftmals landet dann die Software auf GitHub, wo dann eben als freie Software daran weitergearbeitet werden kann. Aber manchmal ist es eben auch einfach nur ein Prototyp. Und deswegen ist immer spannend, wie geht's damit weiter? Und natürlich einfach erstmal so einen Einblick zu schauen, was können wir überhaupt machen? Das ist eben das Ziel, was wir hier am Sonntag präsentieren können. Hier neben mir steht jetzt schon der dritte Teil der Gruppe, dieser doch ein bisschen größer gewordenen Gruppe. Die haben sich mit der Technik beschäftigt. Das sind Mitya, Moritz, Konrad, Hanna, Julian und Philipp. Und was die da genau im Hintergrund dieses Spiels gemacht haben, das erklären sie jetzt. Vielen Dank. Wir sind das dritte Team dieses großen Teams und wie bereits am Anfang gesagt, wir sind 13 Personen und deshalb musste man sich als erstes überlegen, wie organisiert man 13 Personen. Und das ist, wie bereits bei diesen drei Präsentationen erkennbar, durch 3 verschiedene Gruppen entstanden. Ein Konzept, eine Design- und eine Technikgruppe. Und das Schwierigste war hierbei die Kommunikation zwischen diesen drei Gruppen zu entstehen zu lassen und dann eben, dass alle auch immer wissen, was die anderen gerade machen und dann auch zueinander arbeiten und dass zum Beispiel Formate übereinstimmen, dass die richtigen Dateienformate genutzt werden, die richtigen Größen der Dateien genutzt werden und so weiter und so fort.
Genau, dann weiter jetzt zur Technik. Und zwar, wie haben wir das Ganze umgesetzt? Wir haben uns für die Godot-Engine entschieden. Das ist passend zu JugendHackt natürlich Open Source und trägt damit auch keine Kosten mit sich, wie das anders ist bei Unity oder Unreal Engine, zwei andere sehr beliebte. Es gibt auch keine Teilabgaben, also wenn man Spiele damit published, muss man auch keine Einnahmen abgeben. Es unterstützt genau wie eigentlich die meisten Spiele-Engines 2D und 3D und benutzt eine eigene Skriptsprache oder Visual Coding, also malen nach Zahlen im Programmieren. Ja, die Engine ist gerade durch die eigene Skriptsprache sehr intuitiv und war dann trotzdem noch gut zu verwenden, obwohl die meisten im Team und sogar die Mentoren diese Engine noch gar nicht kannten. Genau. Für die Kommunikation zweier Spieler haben wir RPC benutzt. Das ist kurz für Remote Procedure Calls. Wir haben da Methodennamen an einen anderen Spieler geschickt und bei diesem Spieler wurden dann diese Methoden ausgeführt und somit konnte man dann halt das Spiel synchronisieren, sodass bei dem einen Spieler die Karten, die der andere Spieler gelegt hat, angezeigt werden. Genau. Ja, du hast den Laptop da? Super, okay. Genau, dann demonstrieren wir das Ganze natürlich einmal kurz. Und zwar seht ihr dann auch einmal die neue Version des Spiels. Das ist leider jetzt durch den Präsentationsmodus mit Ubuntu etwas umständlich. Aber hier auf der Leinwand seht ihr nun die neuere Version des Spiels. Die Karten konnten wir leider auch nicht ganz so umsetzen, wie das Design-Team sich das vorgestellt hat. Aber da werden wir bestimmt in der Zukunft dann noch zukommen. Genau. Karten spielen kann man ganz einfach durch Drag and Drop und dadurch werden die eingesetzt. Es sind noch nicht alle Karten im Spiel, aber die wichtigsten sind drin. Sobald ich eine Karte gespielt habe, kann ich nichts mehr tun, bis mein Gegner gespielt hat, der nun eine Karte legen wird. Okay, das Spiel ist nicht verbunden. Ja, dafür starten wir das einmal kurz neu. Ja, wie das halt so ist. Ja, du kannst auch neu schauen. Okay, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie das aussieht. Ich habe eine Karte gelegt, der andere Spieler legt eine Karte, taucht bei ihm auf, ich darf wieder eine Karte legen. Ist eigentlich ganz simpel. Genau, dann legst du nochmal eine Karte, genau, und dann legt der Gegner eine Karte, tada, da ist sie, und dann darf man selber wieder eine Karte legen. Ja, das war es noch nicht ganz von der Technikgruppe, aber das war es jetzt erstmal von dem Spiel selbst. Es gibt dann aber auch noch eine schöne Website, die für dieses Spiel entworfen wurde. Und damit geht es jetzt weiter. Genau, die Website habe ich gemacht. Und ja. Oh, ja, da ist noch einmal das Game erklärt mit der Message. Dann gibt es hier nochmal das Impressum, also die Leute, die mitgemacht haben. Und noch ein Dankeschön. Und dann gibt es noch die README auf Git. Die habe ich auch geschrieben, zusammen mit ihm. Sekunde. Und dann gibt es hoffentlich in naher Zukunft noch, ja, hier Releases beim Download-Link. Okay, und damit vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für alle unsere Mentoren. Ohne euch hätten wir es nicht hinbekommen. Dann vielen Dank an Save Your City, die mal eben in 2 Tagen sich so ein ganzes Spiel ausgedacht haben. Ich glaube, dieser Satz, der gerade gefallen ist, ohne euch hätten wir es nicht hinbekommen, der fällt hier öfter. Weil JugendHackt, das sind ja nicht einfach nur
eine Handvoll Leute, sondern das ist ein riesiges Netzwerk. Wir sind, haben Sie gerade ganz am Anfang auch gesehen, habt ihr gerade am Anfang gesehen, mittlerweile im kompletten deutschsprachigen Raum vernetzt, machen das auch mit vernetzten Welten in anderen Ländern. Das heißt, unsere Community auch zwischen den einzelnen Events wird eigentlich immer größer. Und deswegen wurde es mal so langsam an der Zeit, so ein paar kleine Probleme, die dabei immer wieder auftreten, zu lösen. Nämlich einmal Organisation, Kommunikation, Hilfe, ich habe was verloren, ja, ich habe was gefunden, ich habe das da und da abgegeben. Solche Sachen kommen immer wieder vor und das hat jetzt die nächste Gruppe versucht zu lösen mit einer App und haben versucht, da mal alles reinzuschmeißen. Hier kommen Benny, Karl, Lars und Marvin mit der Jugend-Hackt-App. Ja, dann auch noch Hallo von uns. Schön, dass Sie noch da sind. Wir sind die letzte Gruppe. Und wir haben eben die Jugend-Hackt-App erstellt an diesem Wochenende. Wir haben uns gedacht, dass, wie es schon erwähnt wurde, kleinere Probleme. Zum Beispiel, wenn Sachen verloren gehen. Wir haben ja das Thema, die Umwelt retten oder mit Code die Umwelt verbessern. Heißt, wir wollen Fundsachen zum Beispiel, die wir hier rumliegen, einfach in diese App tracken und dann können andere Leute, denen die gehören, diese sich melden und diese abholen. Zudem werden kurzzeitige Änderungen, wie jetzt beispielsweise bei uns die Trinkflaschen, die wir selber mitbringen sollten, weil wir einen Wasserspender oben haben, uns per Push-Benachrichtigung dann ausgegeben werden. Also würden wir uns wünschen, da nicht jeder jeden Tag sein E-Mail-Postfach kontrolliert. Eine kleine Packliste, damit man halt nochmal schauen kann, ob man wirklich alles dabei hat, was man bräuchte. Ein WLAN-Passwort, wie jetzt hier im Beta-Haus, das wir benötigten. Und wie viel koffeinhaltige Getränke darf ich mit den Marken noch trinken? All das erreichen wir dadurch, dass wir verschiedene APIs parsen, die wir hier zur Verfügung haben. Und also zum Beispiel ist unser Tool, wo wir hier im ganzen Raum, oder das ganze Jugend-Hack-Team, halt uns miteinander schreiben konnten. Parsen wir, können wichtige Ankündigungen und Nachrichten oder Ähnliches rauslesen. Ja, kommen wir jetzt zu den Technologien. Wir haben einmal ein Backend und ein Frontend und ich gehe jetzt mal erstmal auf das Backend ein. Wir haben ein Node.js-Backend verwendet und also dafür, um die ganzen Daten zu speichern, keine Demo, um die Daten zu speichern und eben zum Beispiel diese Batches-Sammlung zu machen oder generell auch allein die ganzen APIs zu parsen. Dann haben wir Scrapler verwendet. Das ist so ein Tool, damit wir ein bisschen organisieren konnten und da konnten wir auch alle gut kommunizieren und eben ein bisschen Struktur in das Ganze bringen. Dann haben wir MariaDB verwendet, um die Daten eben in der Datenbank zu speichern, die an die Datenbank gesendet werden über das Backend. Und das Ganze haben wir in einer Progressive Web App integriert. Das heißt, es ist quasi wie eine Webseite, nur dass man sie auf einem Handy installieren kann, aber trotzdem auch noch auf dem Desktop aufrufen kann. Das heißt, es ist quasi eine gute Kombination, dass man in einem quasi sowohl Handys als auch Computer abgedeckt hat und dass man dann einfach auch offline sogar die ganzen Sachen lesen kann. Dann haben wir noch verschiedene APIs verwendet, um eben die ganzen Daten zu bekommen, unter anderem zum Beispiel die Jugend-Hackt-Webseite oder auch Twitter-API, Hackdash und eben auch GitHub und Zulip. Jetzt kommen wir zum Frontend. Und das Frontend erkläre ich mal. Wir haben Vue.js verwendet, damit wir alles irgendwie auf einer Seite behalten können und nicht permanent neue Seiten laden müssen. Dazu haben wir dann den Vue-Router und den Vue-HTTP-Loader, damit wir auch richtig schöne Components haben können und das alles schön organisieren können. Wir haben dann noch HTML, CSS und JavaScript, ganz typische Webtechniken, ganz viele Jugend-Hackt-Assets, welche wir zum Großteil angefragt haben und vielleicht ein paar noch nachfragen müssen und Feather-Icons. Aber das ist alles recht langweilig, denn lieber würde man sowas eigentlich sehen. Deshalb kommen wir jetzt zur hoffentlich funktionierenden Demo. Ja, also hier sieht man schon einen Android-Screen, das heißt, es funktioniert auf einem Handy. Da sieht man schon unsere App, wie eine normale App auf dem Homescreen, obwohl es eigentlich eine Webseite ist. Jetzt können wir die mal öffnen. Wird man schon mit einer schönen oder einem schönen Startscreen begrüßt, weil die App braucht natürlich ein bisschen zum Laden. Hier sieht man dann schon alle Events mit Informationen
zu den ganzen Events oder auch zur Anmeldeseite hier, zum Beispiel für Berlin, kann man sich jetzt gerade noch offiziell anmelden, obwohl es jetzt eigentlich gerade noch das Event ist. Aber jetzt bei den ganzen anderen Events kann man sich jetzt auch noch anmelden, direkt hier in der App oder Informationen anzeigen, Bilder anzeigen und sowas. Und unten sieht man dann diese Leiste. Können wir jetzt schon mal in das nächste gehen? Genau. Hier sieht man alle Projekte der letzten Events. Da können wir zum Beispiel mal schauen für Hamburg, genau, welche Projekte denn da jetzt schon ihre Daten veröffentlicht haben. Da sieht man jetzt die Texte, Jugend Hackt App, da haben wir jetzt auch eine schöne Beschreibung. Das ist eben diese Hackdash-Verknüpfung. Ja, diese Hackdash-Verknüpfung und alle Leute, die eben ihr Projekt da gepublished haben, werden dann auch hier angezeigt. Dann können wir jetzt im nächsten Menüpunkt, das ist die Packing-List, da steht dann eben, da können die Administratoren theoretisch einstellen, was man eben packen soll. Zum Beispiel jetzt ganz viel Spaß. Das wird dann da gegebenenfalls angezeigt. Dann kommen wir zur Lost and Found Liste. Wenn eben ein Admin oder ein Organisator sich denkt, okay, wir haben hier was gefunden, dann können die das da reinschreiben und dann kann man das sehen, okay, auch sogar mit Bild sieht man hier jetzt, da kann man ein Bild auswählen und dann kann man da eben sehen, welche Bilder es da gibt und kann dann gegebenenfalls sagen, ja, das ist meins. Das Ganze wird dann mit einem Account verknüpft, das heißt, dass man sich dann auch mit dem Account einloggen kann und dann mit dem Account dann für das Jugend-Hackt-Event anmelden kann oder eben auch diese Found-Sachen bekommen kann. Und da kann man sich dann jetzt eben einloggen und auch registrieren. Mehr gibt es jetzt eigentlich nicht. Ja. Ja, und unsere Projekte sind auch auf GitHub und Hackdash, da könnt ihr es anschauen und gegebenenfalls eine Demo testen für nächstes Mal. Gut, Dankeschön. Dann vielen Dank an die Gruppe, die die Jugend Hackt App entwickelt hat. Und das war tatsächlich schon unser letztes Projekt, das hier heute vorgestellt wurde. An der Stelle erstmal Dankeschön fürs Zuhören und vielleicht fragt der eine oder die andere sich, oh krass, da standen ganz schön viele Sachen in den ganzen technischen Details drin. Das waren ganze Listen von Dingen, von denen ihr vielleicht noch nie vorher gehört habt und jetzt sagt, ja klar, kann ich jetzt allen verstehen, erklären, habe ich total verstanden, was damit gemeint ist. Wenn euch das so geht und ihr weitermachen wollt, dann geht es natürlich weiter. Vielleicht ist es ein bisschen lang hin, bis das nächste Mal hier Jugendhackt in Hamburg stattfindet, aber ich freue mich wahnsinnig, euch sagen zu dürfen, dass in Berlin im Oktober noch Plätze frei sind. Das heißt, wer Lust hat auf einen kleinen Ausflug nach Berlin, das ist möglich. Und zwar vom 4. bis zum 6. Oktober findet dort Jugendhackt statt. Und das ist das ganz große Event mit den über 100 Teilnehmenden. Also nochmal eine ganze Ecke größer als hier. Aber vielleicht haben wir da ja schon irgend so eine smarte Klimaanlage am Laufen oder andere Kleinigkeiten wie so eine schöne Jugendhackt-App, die da ein bisschen durchs Wochenende hilft. Damit übergebe ich wieder an Hanno und danke für die Vorstellung der Projekte. Damit sind wir dann auch am Ende angekommen. Wir sagen Danke an alle Zuschauer im Livestream. Danke an alle Gäste hier im Raum. Nochmal Danke an alle Mentoren, danke an alle Förderer und bis zum nächsten Jahr.